So, hallo zusammen und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute wollten wir mit der Pinja mit euch über ein Thema reden, das, glaube ich, uns wirklich zeitweise stark beschäftigt hat. Und zwar, welche Probleme hatten wir zu lösen in der ganzen Zeit? Also wir kennen uns seit 5 Jahren jetzt, ja? Ja. Genau. Und in den 5 Jahren, also von 2017 bis was haben wir jetzt, Ende Oktober 2022, was hatten wir alles bewältigt, was hatten wir für Herausforderungen, was müssten wir alles zusammen meistern, dass wir im Endeffekt hier vor Ihnen stehen und mit euch reden können, zusammen schon als, als ein Paar, verheiratetes Paar, genau. Und als erstes wollten wir euch fragen, dass ihr auf jeden Fall zum Kanal von uns abonnieren sollt, weil desto mehr unsere Community wird, desto besser für alle von uns. Und dann machen wir auch Livestreams mit dir, wenn wir 1000 Abonnenten haben. Also auf jeden Fall abonniert unseren Kanal, gebt dem Video ein Like und schreibt einfach mal eure Kommentare, mit welchen praktisch Herausforderungen ihr es zu tun hattet, wenn ihr eure Freundin aus Südostasien, aus Thailand, von wo auch immer, Philippinen vielleicht oder wie auch immer, praktisch geheiratet habt. Welche Probleme hattet ihr zu lösen? Genau. Ich habe nur diese große Problem geschrieben über das. Vielleicht wir haben andere Probleme, aber es ist zu klein. Genau, ja. Genau. Vielleicht, also auf jeden Fall, sie hat ein paar Sachen notiert und klar sind das nicht alle Sachen, aber so grob würde ich sagen, die wichtigsten und wo wir halt Differenzen hatten, wo wir uns nicht richtig verstanden hatten. Aber fangen wir mal beim ersten Punkt an sozusagen. Genau. Also wir hatten uns nicht richtig tief verstanden. Also wo wir gesprochen haben, hatten wir das Gefühl manchmal, dass wir uns nicht tief verstehen. Richtig verstehen. Genau, richtig verstehen. Weil Pinja ist jetzt seit grob, du bist jetzt wie lange in Deutschland? 6 Monate. Ja, fünf. Genau. Fünfeinhalb, 6 Monate ist jetzt in Deutschland. Und ich finde, Respekt an dich, dass du jetzt gut wirklich Deutsch sprichst, meiner Meinung nach für 6 Monate. Weiß es nicht? Ja, auf jeden Fall, vor 6 Monaten konnte er ja gar kein Deutsch. Wir konnten uns gar nicht auf Deutsch unterhalten. Und Englisch, klar, ich kann mich gut auf Englisch verständigen, aber trotzdem ist es nicht meine... Das ist nicht unsere Muttersprache. Genau. Das ist nicht unsere Muttersprache, das ist auch nicht die Muttersprache von ihr. Sie kann, natürlich, klar ist ihre Muttersprache nicht Englisch und nicht Deutsch. Und deswegen, wir hatten, also ich würde mal sagen, wir haben uns schon 90% hatten wir uns verstanden. Aber 10%, da gab es irgendwie so Schwierigkeiten. Wir verstehen, aber vielleicht verstehen nicht richtig. Genau. Was ich gemeint habe, die hat das nicht verstanden. Und manchmal hatten wir uns sogar gestritten. Ja? Wir hatten almost we fight together. I mean, not fight, wir haben uns nicht geschlagen oder so, aber halt ja ein bisschen gestritten, weil wir uns nicht tief verstanden haben. 90%, ja, aber diese 10%, ich dachte mir, ja, das macht ja nicht viel, das macht schon einiges. Ich meine, deswegen ist es für mich, also für mich ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass man sich versteht. Egal welche Sprache das ist. Wenn ich jetzt Thailändisch sprechen könnte, das wäre perfekt, ja? Nicht perfekt, vielleicht. Manchmal sprechen gleiche Sprache. Aber trotzdem. Aufproben. Genau. Mit Misunderstanding can happen. Ja. Genau, manchmal, klar, ihr spricht beide Deutsch, aber ihr kommt euch irgendwie fremd vor, ja? Oder vielleicht habt ihr verschiedene Interessen oder vielleicht ihr versteht euch einfach nicht, obwohl ihr die gleiche Sprache spricht. Zum Glück hatten wir das Problem so krass nicht, aber wie gesagt... Nicht lang, diese Probleme. Genau, nicht lang, und wir verstehen uns, jetzt verstehen wir uns wirklich blendend. Wir müssen einfach nur zusammen uns gegenseitig... Augen gucken und ich weiß alles. Genau, was da los ist, was vorgefallen ist. Was passiert. Genau, und das Gute ist halt, sie kommt ja immer mehr und sie wird ja immer besser in Deutsch und Englisch, klar. We can switch anytime to English and we can understand each other and we don't have any problems with this. Wir können auch Filme zum Beispiel auf Englisch anschauen, schauen auf Englisch an. Jetzt müssten wir das eigentlich auf Deutsch. Aber jetzt muss ein bisschen denken über Englisch. Ja, weil du verwechselst, du mixt es. Das ist normalerweise, wenn spreche ich mit Russland, Englisch kommt automatisch. Ja. Aber jetzt muss ich denken, was möchte ich sprechen? Ja, das Geräusch hinten, hörst du das? Bzz, bzz,
Da wird, glaube ich, was repariert. Aber sei es drum. Der nächste Punkt, was wir mit euch besprechen wollten, ist, wir wohnten wirklich weit voneinander entfernt. Und es gab schon Punkte, wo sie zum Beispiel aufgeben wollte. Ja? Mhm. Also diese Fernbeziehung, Long Distance Relationship, yeah, wie man das auf Englisch sagt, mhm, genau. Das ist schon nicht einfach, weil klar, ihr müsst es auch so bedenken, wenn ihr jetzt in Deutschland wohnt und eure Freundin wohnt in Italien zum Beispiel oder in Spanien, das ist nicht weit, weil der Zeitunterschied nicht so krass ist wie in Thailand. Das war in Deutschland, kam ich von der Arbeit um 6, mhm, kam ich von der Arbeit. In Thailand war das schon zum Teil, oder nicht zum Teil, das war um 12 dort, ja, abends. Dann hat sie schon geschlafen. Verständlich, dass ich nicht während der Arbeit mit ihr telefonieren konnte. Ich konnte ja nicht einfach mal um 15 Uhr oder um 16 Uhr sie anrufen, wo sie noch nicht geschlafen hat, und sagen, hey Pinja, wie geht's dir, mein Mädchen? Weil da denkt mein Chef, hallo, bist du hier bei der Arbeit oder bist du hier, ich weiß nicht, mit deiner Freundin zu telefonieren. Und, mhm, und morgens, wo bei uns jetzt 6 Uhr war, morgens war es schon bei denen 12. Also der Zeitunterschied. 5-6 Stunden. Genau, 5-6 Stunden Unterschied, das macht schon einiges aus. Und allgemein, wenn sie zum Beispiel sich alleine gefühlt hat, mhm, ja, dann wollte sie, dass ich auch dabei bin. Versteht, mhm, ihr? Dass wir zusammen mal vielleicht was essen gehen, Restaurant, ja, oder dass ich dich einfach mal so umarmen darf, ja? Dass du halt wirklich dich fühlst, dass du nicht alleine bist, dass, ja, du einen, ja, Freund, ja, wir hast. Gehen zusammen, spazieren, genau, zusammen. Ja. Film Restaurant vielleicht anschauen zusammen. Ja. Serie das ist, anschauen, wie, zusammen. Wie wir leben in der gleichen Land, oder? Ja. Das, ja, ist. Aber jetzt wir müssen just imagine how strong was words. Ja. You know how strong. Und wir sind immer stark geblieben und gesagt, hey, das können wir packen. Und das hat keine 6 Monate gedauert. Das hat wirklich lang gedauert, also grob 4 Jahre. Und dann kam noch die Corona Krise dazu, dann konnte ich nicht nach Thailand fliegen. Normalerweise vor Corona war ich 2-3 Mal in Thailand, yeah, ja, pro Jahr. Und wenn die Corona kam, dann hatten wir das Problem, dass ich nicht nach Thailand fliegen konnte, weil das Land praktisch zu war. Und da hatten wir wirklich Schwierigkeiten. Ich habe gesagt, Susan, du kannst auch suche eine Freundin, ja, in Deutschland. Besser, ja. Das ist Corona sehr lang. Ja, genau. So, das ist auch wirklich ein Punkt. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare, was ihr dazu sagt. Und vergisst nochmal nicht, den Kanal zu abonnieren. Das ist wichtig. Ja, das genau. Ist vielleicht wir haben an, vielleicht jetzt, sie haben geguckt und dann nichts interessant passiert, aber vielleicht in der Zukunft. Genau, etwas nächstes Video wird vielleicht interessanter, mhm, sein. Oder wir das hatten, kostet lots. Genau, das kostet ja nichts. Wir haben ja auch viele Videos bei uns schon gepostet. Da, mhm, könnt ihr das mal anschauen, wenn wir mal nach Thailand fliegen. Ich hoffe mal, das wird nächstes Jahr passieren. Dann nehmen wir euch natürlich auch mit uns mit und Livestream sowieso. Und ich meine, das kostet wie gesagt nichts. Das kostet nichts und vielleicht nimmt ihr was Interessantes mit von Informationen oder was? Content. Ich weiß es nicht. Da fahren Autos durch die Gegend, deswegen ist es ein bisschen nicht, dass die uns überfahren. Aber sei es drum. So, der nächste Punkt ist zum Beispiel, das hat jetzt nichts mit ihrer Familie zu tun. Das hat nichts mit deinem Vater, deiner Mutter, nein, deinen Schwestern zu tun. Überhaupt nicht. Meine Familie niemals. Genau, niemals sage über Geld, genau, oder ich spreche jetzt nicht über die Familie von der Pinja, sondern allgemein. Aber klar, Leute? Sie hat ja Nachbarn, sie hat ja Cousins, sie hat ja vielleicht andere Leute oder wie auch, yeah, immer. Ja? In dem Markt, Leute, genau, immer. Im Markt. Also die erwarten, die Thais, die erwarten schon, wenn jemand einen Farang als einen, yeah, Freund hat, dass er dir halt schon irgendwo entgegenkommt, dass er auch vielleicht was übernimmt oder höhere Geldsummen überweist oder wie auch immer. Also praktisch finanziell unterstützt, dass ich vielleicht ein neues Auto für sie kaufe. Ja. Und das haben die Leute... Oder wie immer, manchmal eine Frau hat gesagt, wie viel deine Freunde zahlen für sie pro Monat? Freund, genau. Ja. Freund. Also das ist ja so bei denen, dass die... Zum Teil, die haben das, klar, das, die wurden halt wirklich, das kommt auch von diesen Touristengegenden wie Phuket und Pattaya, das sind die Mädels aus Isan und die kassieren halt monatlich Geld vom Farang und dann sind die Coolen da, kaufen sich ein neues Auto und die anderen Mädels, ja, die gucken das an und denken, dass es normal ist. Ist aber nicht normal in dem Sinne, dass sich zum Beispiel, das kann sich nicht jeder leisten, eine Freundin zu unterstützen oder wie auch immer. Ich habe das natürlich nicht gemacht.
Genau. Und deswegen, gut, das kam auch nicht von der Pinja. Sie hat mich nicht gefragt, ja, hey, ja, kannst du mir, das hat sie nie im Leben gemacht. Wenn sie mich fragen würde, ich arbeite. Genau, wenn sie mich fragen würde, würde ich das natürlich machen. Aber sie hat mich nie gefragt, weil sie hat dort in Thailand hat sie ein sehr gutes Leben geführt. Also kein schlechtes Leben, genau. Und, aber trotzdem, die Leute, die erwarten halt viel mehr oder mehr vom Farang, mhm, als denen später. Das hat auch nichts mit mir zu tun. Das hat wirklich nichts mit uns zu tun. Mhm. Allgemein, also alle oder viele thailändischen Frauen erwarten, oder die Familie von ihr oder die Nachbarn, die Freunde, die erwarten vom Farang einfach mal mehr. Dass er mehr macht, dass er mehr im Prinzip finanziell aushilft und so weiter. Genau, das, ja. Das war jetzt kein Problem in dem Sinne, aber das muss man schon sagen. Ja, Leuten, ja, genau. Ja, wir sind ja ehrlich mit euch, wir verheilen ja auch nichts. Das ist, ich sage nicht schlecht über diese Leute, aber ja, vielleicht sie haben andere Erfahrungen. Vielleicht sie hat gesehen, ah, diese Frau hat Farang, Mann, und dann zahlen jeden Monat. Oder genau, ich weiß es nicht, vielleicht sie hat gesehen und dann sie nur fragen. Das ist kein Problem. Ja, ja, genau. So, danach, wo wir, da sind wir schon, jetzt sind wir 5 Jahre zusammen. Übrigens ist bald unser Hochzeitstag, aber das wird ein anderes Thema sein. Genau, und wir sind jetzt grob 5 Jahre zusammen. Mhm. Ja, und nach circa 3 Jahren kam ja der ganze Corona, kam die ganze Corona-Sache mit dazu, und nach 4 Jahren hatten wir, oder 3 Jahren hatten wir schon angefangen, die Dokumente vorzubereiten, mhm, und zu heiraten. Und dann, das ist auch nicht so einfach, also da musste sie wirklich so oft zum Standesamt gehen in Thailand, zum Bezirksamt, zum Anmeldewohnamt, yeah, dann das zum Rathaus, müde, zu dem Mueang, oder wie heißt es, Mueang bei Mueang, euch, ja, ja, genau. Und sie musste so viele Dokumente praktisch dort machen, dass die das, und dann später das alles übersetzen, dann später das alles legalisieren. Dann später das alles über die deutsche Botschaft praktisch bestätigen lassen. Das ist viel, ja, viel Schritte. Genau, das sind sehr, sehr, sehr viele Schritte, also so many steps. Ach. Aber wir haben das gemacht step by step, Schritt, ja, für Schritt. Ja, aber ich bin ganz müde, while, genau, the way, you know. Weil sie musste zum Beispiel auch, wenn, wo du... Ich habe gesagt auch. Was? Sollen wir fertig und dann? Ja, genau. Ich kann nicht mehr. Ja, genau. Sie hat ja auch zum Beispiel, sie hatte ja auch, sie musste so eine Ledigkeitsbescheinigung, nennt es sich, vorweisen, Ledigkeitsbescheinigung. Und da musste sie praktisch zum Rathaus gehen, wie auch immer. Ich habe mich da rausgehalten. Aber da musste nicht nur sie dahin, da musste auch ihr Vater dahin und, ja, die Schwester. Und dann, das hängt nicht nur von ihr ab. Sie hatten halt viele, die Familienmitglieder mussten da aushelfen, mussten da mitmachen. Mhm. Aber dann hat sie das alles gemacht und dann ist es alles praktisch expired, weil, ja, ich konnte nicht nach Thailand fliegen. Das wurde alles, das ist alles praktisch ungültig geworden. Und dann muss sie das nochmal komplett, die ganzen Dokumente nochmal machen. Noch einmal. Genau. Also erstens alles nochmal bezahlen und die kompletten Dokumente, die ganzen Schritte nochmal durchlaufen, weil die Dokumente nicht mehr, die waren praktisch ungültig. Genau, weil das Ablaufdatum war abgelaufen. Ja, yeah, ich muss, I want to give up, you know. I don't want, yeah, to do it anymore. Du wolltest aufgeben, ja, mm-hmm, aber ich habe dich immer hochgehalten. Yeah. Pinja, du aber, schaffst. Aber diese Zeit glaube ich, wir brauchen in Thailand keine Familienmember. Mm-hmm. Nur alleine. Zweite Mal bin ich gegangen, nur ich. Keine Papa, keine Schwester. Mm-hmm. Ja, aber genau. Erste Mal muss. Ja. Und der nächste Punkt ist, wo wir praktisch ein bisschen unklar waren, ist bei dem Thema Sinsort, genau. Weil in Thailand ist es ja, das ist das sogenannte Brautgeld. In Thailand sollte man, wenn man eine, es gibt Ausnahmen, some Thai girls, they don't want it, yeah, however, they don't need it or whatever. Es gibt Ausnahmen, sagt some exceptions, I mean, Ausnahmen means in German exceptions, aber normalerweise, wenn man eine thailändische Frau heiratet, dann muss man Sinsort geben. Mhm. Auch wenn die zum Beispiel, wenn die ganz reichen Thais da in Bangkok oder aus der Regierung vielleicht, ja, die ganzen Minister, auch wenn ihre Kinder heiraten, natürlich heiraten sie auch dementsprechend die Leute in Thailand, aber trotzdem, das ist die Kultur von denen, dass man da Sinsort gibt, also dieses Brautgeld sozusagen, genau. Und
Das haben wir ja in Deutschland in dem Sinne nicht. Also wenn man in Deutschland habe nicht verstanden. Ich hatte es nicht gecheckt. Aber wenn man in Deutschland praktisch, wenn Sie jetzt eine Frau in Deutschland heiraten, dann geben Sie ja kein Geld an Sie oder an Ihre Eltern sozusagen. Und in Thailand kommt dann noch, das ist halt die Tradition, die sitzen alle in so einem Raum. Wenn es euch vielleicht interessiert, wie die thailändische Hochzeit abläuft, könnte ich ein Video draus machen. Könnten wir ein Video machen, wie eine thailändische Hochzeit ist, Tradition und alles. Wir saßen da alles in einem Raum und dann war halt so ein Tisch und dann war das Geld drauf oder wie auch immer. Genau, aber das ist halt die Kultur von denen. Das hat nichts zu tun, dass die jetzt Geld von dir wollen. Das ist einfach die Kultur. Auch sehr reiche Menschen machen das. Very rich people, they also do like this. Like a culture thing. I will speak English, okay? Yeah. Ich übersetze dann. It seems like when you have a big face in the sociality. Yeah. Also wenn sie ein gutes Gesicht oder Ansehen in der Gesellschaft haben. Everyone know you something like jeder that. Jeder kennt sie und ja. Bin sie sind ein bisschen reiche Familien. Ja, yeah, genau. Der Mann. Ja. Yeah. Muss mehr zahlen. Genau, glaube ich. Mehr, genau. Yeah. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt jemanden aus einer guten Schicht oder sagen wir mal in Bangkok, dann müssen Sie schon mit, keine Ahnung, vielleicht ganz reichen, vielleicht 5 Millionen Baht oder wie auch immer. Genau. Das ist halt die Kultur von denen. Das gab es ja früher, glaube ich, auch in Deutschland, oder nicht? Brautgeld. Wie? Also in Indien zum Beispiel. Wir verkaufen Doktor, du hast gesagt. Wir verkaufen. Wir verkaufen? Ja. Nein, meine Eltern haben nie ein Bad genommen. Ja. Das ist, gehört mir. Genau. Genau, und klar, ich habe, dann gehört auch noch Gold dazu, ein Bad, Halfbad. Ich habe da bin ja auch Gold gekauft, schönen Ring und alles Mögliche. Genau, aber so lief das ungefähr ab. So, jetzt ist das nächste, zum Beispiel in Indien wollte ich sagen, da ist es andersrum zum Beispiel. Für uns ist es auch in Deutschland, wenn ich eine Frau heirate, dann zahlt mich die Frau. Also in Indien ist es anders, da muss die Familie von der Frau den Mann sozusagen praktisch das Brautgeld geben. Macht für uns jetzt wenig Sinn. Ich sage nicht, dass es schlecht oder gut ist. Für mich ist es irgendwie komisch auf jeden Fall. Genau. Kompliziert. Ja, kompliziert. Zum Verstehen. Kompliziert zum Verstehen, aber das ist ein Teil der, wie soll ich das sagen, nicht Religion, sondern der Kultur. Kultur, genau, richtig. Und unsere Hochzeit nicht so groß, weil... Genau. Wie viele Leute waren bei der Hochzeit von uns? 40, 50 ungefähr, weil Government, Regierung, don't allow to make the party on that time. Genau. Also die thailändische Regierung, da waren so strikte praktisch Gesetze und strikte Vorgaben, wie viele Leute bei einer Party mitmachen können, weil aufgrund von Corona, ihr kennt ja dasselbe wie wir, besser wie wir, genau, was da abgelaufen ist. Das war's. Und ich habe geguckt über Agency, who make the place beautiful. Also sie hat so über eine Agentur geschaut, welche Agentur das machen könnte, ein Restaurant zum Beispiel schmücken, alles vorbereiten. Aber dieses Problem ist, Luzern muss Covid-Test machen an dieser Zeit. Genau, und wenn er hat Covid, er kann nicht kommen. Ja, richtig. Genau. So, und dann hätten wir das Geld für nichts bezahlt. Ich kann nicht, I cannot prepare anything. Ja, weil ich war 2 Wochen in der Quarantäne dort. Ich bin praktisch... Deine Freund. Wer? Edith. Ja, dort. Genau. Covid-Gangster. Der hatte Corona bekommen und der musste halt da im Hotel 2 Wochen, im Krankenhaus musste er sogar 2 Wochen übernachten. Und das hat auch 3.000 Euro so gekostet. Ich ein bisschen traurig über meine Hochzeit. Ich musste ein bisschen groß machen. Aber ich fand, die Hochzeit war gut. Aber gut, das war halt Corona. Ganz warm Hochzeit. Ja, so warm, ja genau. Nur Familien, nur gute Bekannte. Genau. Ja. Und wir haben mit jedem Mann gesprochen. Ja, die Mutter die war da. Wann groß, Vater. Vielleicht kann ich gesprochen mit jedem Mann. Genau, sprechen mit jedem Mann. Das war so privat, genau. Das war's oder hast du noch etwas? Nee, oder? Nein, ich glaube nicht. Ich habe genau. nicht. Schreibt mal die Kommentare, Leute. Das würden wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr euch uns, wenn ihr uns mitteilt, was für welche Herausforderungen ihr so hattet, bis ihr zusammen praktisch mit eurer zweiten Hälfte
Das ist unsere Erfahrung und vielleicht wir haben etwas vergessen. Vergessen, genau. Ja. Also dein Deutsch ist wirklich für 6 Monate in Deutschland, bist du wirklich jetzt, top. Meine Deutsch geht unten. Hast du das Gefühl gehabt? Ja, warum? Aber ich weiß es nicht, warum. Schreibt mal in die Kommentare, Leute, was denkt ihr? Ihr Deutsch für 5,5 Monate in Deutsch. Ich finde es gut. Ich muss etwas sagen. Normalerweise, wir haben unsere persönlich Lehrerin, aber jetzt sie sind krank. Sie ist krank. Und genau. Andere Lehrerin, du warst schon 2 Wochen nicht in der Schule. Ja, ja. Sie kommen und dann tauschen zu anderen Lehrerin. Und ich verstehe nicht. Ja. Und jetzt Grammatik. Und heute wir haben gemacht A2. Genau. A2-Prüfung. Also aber, Testprüfung. Ja, genau. Testprüfung. Aber wir haben noch nicht A1 fertig. Ja. Wie kann ich machen? Ja. Nee, Leute, so ein kurzes Video von euch oder vielleicht ein bisschen länger. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Schreibt eure Kommentare, abonniert auf jeden Fall den Kanal, gebt uns ein Like, das ist sehr, sehr wichtig und wir sehen uns dann bald. Tschüss. Ciao.